Der Dichter, der Nationaldichter, wurde am 19. August 1936 füsiliert. 2 Jahre, bevor er den 40. Geburtstag hätte begehen können. Auch das machte Federico García Lorca, machte Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca zu einer Gestalt, in der sich die Träume und die Albträume seiner Landsleute bündelten, wie in einem Hohlspiegel. Lorca hatte bis zu seinem Tod entscheidend dazu beigetragen, dass zumindest für 2 Jahrzehnte durch Spaniens Kultur derselbe Geist wehte, der bereits in Deutschland, Frankreich oder Italien gegen das Überkommene, das Erstarrte, die leere Konvention anblies. Wenn man das Adjektiv modern benutzen will, dann war die spanische Kultur durch das Wirken von Lorca und einigen seiner engsten Freunde, nennen wir nur Salvador Dalí oder Luis Buñuel und Manuel de Falla, in die kulturhistorische Phase der Moderne eingetreten. Die Betonung liegt hier auf dem Wort Kultur. Gesellschaftlich verharrte das Land noch immer in einer greisen Erstarrung, bigott, katholisch, konservativ, argwöhnisch gegenüber den Nachbarn. Und die kurzen Jahre der Republik zwischen 1930 und 1936 konnten hier nur in Ansätzen erste Änderungen in Gang setzen, etwa die Macht des Staates von der Kirche zu trennen. General Franco beendete mit Hilfe der Faschisten und den Kräften der römischen Kirche die kurze Periode demokratischer Freiheiten. Im Juli 1936 begann er den spanischen Bürgerkrieg. Am 18. August wurde Lorcas Schwager, der linke, also demokratische Bürgermeister von Granada, erschossen. Am Nachmittag desselben Tages verhafteten Kämpfer der Falange, der Truppen Francos, den Dichter. Tags darauf fielen die Schüsse des Exekutionskommandos. Nein, ganz unwidersprochen und beweisfest ist diese Darstellung nicht. Es fehlt die Leiche, es fehlen auch viele andere forensische Spuren. Ein mutiger spanischer Staatsanwalt hat vor ein paar Jahren damit angefangen, Licht in die Verbrechen des politischen Systems unter Franco zu bringen. Doch Franco, wir erinnern uns, starb erst 1975. Für Spanien ist das noch nicht so lange her. Die Zeugnisse von Lorcas privatem Leben und gewiss wichtige noch von seinem literarischen Schaffen sind lückenhaft. Das waltete einmal der Druck der Diktatur, dafür trug aber auch eine Gesellschaft die Verantwortung, die einen Homosexuellen zu so beständigem wie entwürdigendem Versteckspiel zwang. Hinzu kommt, dass Lorca als Dichter und als Theaterkünstler ein unverbesserlicher Verbesserer seiner Werke war. Gut 500 Gedichte sind von ihm erhalten. Blickt man auf die Manuskripte, dann fällt auf, wie unerbittlich streng dieser Autor immer wieder mit sich selbst ins Gericht ging. Hier eine Zeile, dort ein Sprachbild oder ein Reim veränderte. Doch da sich bald Verleger der Sache annahmen, die erkannt hatten, um welchen Schatz es sich handelte, und da Verleger zudem bestrebt sind, Bücher schnell auf den Markt zu bringen, wurde auch hier manches Unheil angerichtet. Der Autor konnte sich nicht mehr wehren. Wehren konnte sich Lorca auch nicht gegen die Übersetzungen seiner Werke, über deren Prägnanz, über deren Texttreue weltweit viel Streit ausgebrochen ist. Jene oft gut gemeinten Nachschöpfungen beschwerten das Œuvre mit weiteren Rätseln. Und diesen können wir noch ein krönendes hinzufügen. Wir haben gerade von 2 Freunden Lorcas gesprochen, dem Maler Salvador Dalí und dem Regisseur Luis Buñuel. Diese beiden drehten 1928 den immer noch verstörenden Film Un Chien Andalou, ein andalusischer Hund. Sie erinnern sich, verehrte Zuseher, an diesen Film, in dem gleich zu Beginn ein Rasiermesser durch ein Auge durchschneidet. García Lorca war nun fest überzeugt, dass dieser rätselhafte, hemmungslos unzusammenhängende Film eine Darstellung seiner eigenen Person sei. Dieser Hund, das sei schließlich er selber und Andalusien seine Heimat. Hier bewegen wir uns nun endlich auf einem gesicherten Feld. García Lorca wurde unbestreitbar in Andalusien, in einem Dorf westlich von Granada geboren, am 5. Juni 1898. Der Vater war Großgrundbesitzer und wurde reich durch die damals rapide auf dem Weltmarkt ansteigenden Zuckerpreise. Die Mutter von Federico, das klingt jetzt fast schon nach einer Buddenbrock'schen Konstellation,
wird als eine begnadete Pianistin beschrieben. Ihrem Einfluss ist es somit zuzuschreiben, dass der Bub bei aller Liebe zur Natur sich weniger für Landwirtschaft und Zucker als für das Klavierspielen, für Komponisten wie Chopin und Beethoven, erwärmt, die ja sogar von einer Karriere als Konzertpianist träumte. Die Familie García Lorca wohnte auf dem Land, besaß aber auch eine stattliche Villa in Granada, in die sie 1909 zog. Diese Stadt war damals naturgemäß kein Zentrum der künstlerischen Avantgarde, ökonomisch praktisch bedeutungslos, doch sie hatte eine Geschichte, die seit Jahrtausenden vielleicht von römischen Besatzern, auf jeden Fall von Vandalen, Westgoten, Arabern und christlichen Eroberern geprägt war. Hier hatten verschiedene Kulturen friedlich und unfriedlich miteinander gelebt. Hier hatten gewaltige Judenverfolgungen und Bücherverbrennungen im Namen des christlichen Glaubens stattgefunden. Kurzum, wer die notwendige Neugier aufbrachte, konnte in Granada einem Mikrokosmos der europäischen Kulturgeschichte nachspüren. Und Neugier war eine der herausragenden Eigenschaften von Federico García Lorca. Das für ihn passende Denkmal müsste vor allen anderen Eigenschaften ein großes, wohldurchblutetes Ohr hervorheben. Ein Ohr, das sich der Musik und den Geschichten der Gitanos, der Zigeuner, genauso zuwandte wie den Gitarreklängen der Landarbeiter, die von ihrer Arbeit zurückkehrten. Ein Ohr, das den Moralpredigern von ihren Kanzeln lauschte und den Erzählungen von Dienstmädchen, die auf dem Marktstand von ihrer Herrschaft berichteten. Ein Ohr mithin, das Pulsschläge registrierte und einen jungen, musik- und sprachbegabten Mann feinfühlig auf eine Umgebung einstimmte, die keineswegs zu seinem natürlichen sozialen Ambiente gehörte. Der Vater, ein eher liberal gestimmter Mann, ließ seinen Sohn zunächst in Granada Philosophie und Literaturwissenschaften studieren, finanzierte ihm dann ab 1919, Federico war gerade 21, das Studium an einem noch sehr jungen Elite-Kolleg für den Nachwuchs des spanischen Bürgertums. Dieses Kolleg war in den 20er Jahren eine Art Sammelbecken für die künstlerische Avantgarde Spaniens. Was dabei als Avantgarde verstanden wurde, unterlag keiner festen Definition. Federico García Lorca tat sich zunächst mit einem Theaterstück hervor, das von der unglücklichen Liebe eines Schmetterlings und einer Kakerlake handelte. Das Publikum fühlte sich überfordert. Mehr Erfolg hatte Lorca mit seinem Engagement für ein Projekt seines Freundes, des Komponisten Manuel de Falla, der im Juni 1922 den Concurso de Cante Hondo, einen Wettbewerb in der Kunst des Flamenco, organisierte. Im Flamenco vereinigten sich musikalische und tänzerische Elemente aus Nordafrika, aus Indien, aus Byzanz. Händler, Seefahrer, Nomaden hatten sie nach Andalusien gebracht, wo sie zu einer einzigartigen Form zusammengeschmolzen wurde. Für Lorca, der zwischen Gedichtschreiben und Gedichtvortragen nie einen rechten Unterschied machte, lag in der Kunst des Flamenco eine ganz besondere Inspiration, führte sie doch, wie er einmal schrieb, ganz tief in das Herz seines Volkes. Seine Gedichtbände über den Cante Hondo, das tiefgründige Lied und die Zigeunerballaden, die er 1928 veröffentlichte, machten ihn in kurzer Zeit in ganz Spanien als den Dichter Andalusiens bekannt. Er hatte sein Studium inzwischen abgeschlossen, doch es war offensichtlich, dass sein ganzes Trachten der Dichtkunst und dem Theater gewidmet war. Die unglückselige Affäre zwischen dem Schmetterling und der Kakerlake bannte er schnell aus seinem Gedächtnis. Sein erstes großes Stück, das ihn berühmt machte, handelte von einer tragischen historischen Figur, von Mariana Pineda, einer Heldin der republikanischen Opposition gegen Ferdinand VII. Die Hauptrolle übernahm eine der berühmtesten Schauspielerinnen des Landes. Lorca selber führte Regie, sein Freund und sein damaliger Geliebter Salvador Dalí schuf das Bühnenbild. Schon nach der ersten Aufführung war klar, dieser Federico García Lorca war nicht nur einer der führenden Dichter des Landes, er stand auch im Begriff, der führende Dramatiker zu werden. Ich glaube nämlich aus tiefem Herzen, dass Theater nichts ist und nichts sein kann, wenn nicht Gefühl
und Gedicht. In Worten, in der Handlung, in den Gästen. So beschrieb Lorca, ich glaube in seinem Essay über Spiel und Theorie des Kobolds, die eng ineinander gefugte Beziehung zwischen seinem Schaffen für die Bühne und seiner Poesie. Es gibt hier aber noch einen anderen Faktor zu bedenken. Lorca fühlte sich als Mitglied der künstlerischen Avantgarde. Seine Mitstreiter und er wurden als die 27er Generation etikettiert nach dem Jahr 1927. Und Avantgarde, meine Damen und Herren, ist der Natur der Sache nach eine eher elitäre Veranstaltung. Es gibt ja immer nur wenige, die sich trauen, vorauszureiten. Lorca hingegen war durch und durch ein, um des Wortes wahren Sinne, Popularität bemühter Autor. Freilich, seine Gedichte enthielten Bilder, die dem Volk unverständlich nicht begreifbar erschienen. Aber auch Träume und Märchen enthalten ja viele Sequenzen, die sich der Logik des Alltags entziehen. Und just an diese Tradition knüpfte Lorca an. Wenn er sich dabei der alten Form der Balladen bediente, so ging es ihm dabei, neben künstlerischem Handwerk, auch um die Form der Vermittlung. Balladen, Lieder werden tradiert, gehen in das kollektive Gedächtnis ein. Und sie leben auch in einer Schicht weiter, in der nur die wenigsten lesen und schreiben gelernt haben. Auch das Theater von Lorca wandte sich oft an ein Publikum, für das Lesen eine unerreichte Kunst war. Salonstücke waren ihm verhasst. In den frühen 30er Jahren reiste er im Auftrag der neuen republikanischen Regierung mit einer Theatertruppe durch die entlegensten Provinzen Spaniens, um gerade diejenigen zu erreichen, denen ein Sachverhalt, ein Problem vorgespielt werden musste, damit sie die Zusammenhänge begriffen. Dichten und Theater, darauf haben wir hingewiesen, waren für Lorca untrennbar verbunden. Und wie der Flamenco fast ausschließlich von Tod, Verzweiflung und unerfüllter Liebe handelt, so geht es auch in den Dramen dieses Autors stets sehr düster, sehr schwerblütig, sehr traurig zu. Ganz besonders deutlich wird das an jener Trilogie aus dem bäuerlichen Leben, die Lorcas Theaterschaffen in die Nachwelt gerettet haben, den Stücken Bluthochzeit, Yerma und das Haus der Bernarda Alba. Der Zuschauer fühlt sich an die Unerbittlichkeit einer griechischen Tragödie erinnert, wenn, wie in Bluthochzeit, der Gedanke der Rache nicht mehr aus den Köpfen der Menschen oder, wie Lorca es formulierte, nicht aus dem Boden des Landes zu entfernen ist. In Yerma ist das Thema die Verzweiflung einer Frau, eben jener Yerma, die unfruchtbar ist, sich vergeblich nach Liebe sehnt und am Ende ihren unverständigen Mann ersticht. Im Haus der Bernarda Alba schließlich tritt das Schicksal in der Gestalt der strengen Mutter auf, die ihren 5 Töchtern nicht das Glück einer Selbstentfaltung zugestehen will. Das durchgängige Leitmotiv dieser 3 Stücke sind die vergeblichen Versuche, Freiheit von den hermetischen Rollenverteilungen in der spanischen Gesellschaft zu finden. Und das galt naturgemäß nicht nur für die Rolle der Frau, das galt genauso für die Homosexuellen. Wir haben eingangs das Bild des Hohlspiegels verwendet, um zu beschreiben, dass in Lorcas Schaffen die verschiedensten Anliegen zusammengeführt wurden. Sehnsüchte nach der Tradition, nach dem Rauschhaften und nach dem Ungebundenen, Liebe zur Natur, Aufklärung, Kunst als Existenzform. Dass ihn das Ausleben all dieser Sehnsüchte schließlich zum Märtyrer werden ließ, verklärt die widersprüchliche Figur dieses so unendlich kreativen Künstlers. Man darf ihn nicht nur für eine Sache reklamieren, wie jene Verehrer, die seinem Standbild auf der Plaza Santana in Madrid jeden Morgen ein kleines rotes Pioniertüchlein umbinden. Und auch nicht wie jene, die dieses Tüchlein gleich wieder entfernen. Schon dass die Statue in den Händen einen Vogel hätte, der vielleicht eine Friedenstaube sein könnte, ist geschmacklos genug. Dieser Dichter stand über seinen Rollen.